Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast 2 für die Nintendo Switch. So, beim letzten Mal nicht weitergekommen. Jetzt habe ich das längst entdeckt, dass ich einfach dieses kleine Schränkchen hier bewegen kann. Machen wir jetzt. So, kannst du das hier hinschieben? Zack. Behaupte mal, dann können wir da raufklettern. Dann können wir da oben rein. So, ein Tunnel. Durchkrabbeln. Mal sehen, wo es da hingeht. I'm back here. What the fuck? Hier ist meine letzte Batterie, leider. Guck mal, jetzt bin ich wieder hier. Ah, okay. So, gehen wir hier runter. Oh, ja, weg, damit wir schon Batterie sparen. An der Seite. Und dann scheint das der richtige Weg zu den Minen zu sein, wo unsere tapfere kleine Lynn auf uns wartet. Hoffen wir es zumindest. Gibt es irgendwas hinter? Guck mal hier. Meine Liebe, mein lieber Simon. Du warst für mich immer mehr als ein Cousin, schon als wir Kinder waren. Und ich hoffe, du willst mich mehr, weil ich habe Ärger, besonders weil es um Medizin geht. Ich sag bloß, dass ich Beulen von, glaube ich, Syphilis habe und habe Angst, dass sie mich zu den Beuligen schicken. Und ich habe riesige Angst und will nicht gehen. Und ich weiß, dass Ficken nicht sicher ist, außer mit Papa, weil Gott und Jesus ihn von allen Krankheiten schützen. Aber Gott und Jesus schützen mich nicht und jetzt brauche ich deine Hilfe. Attila, ja, das war richtig eklig. Nehmen wir die Batterie noch mit? Dann geht's mal rüber. Geht's mal rüber, diesen kleinen sichere Passage hier. Oh Christ. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Okay. Abglitscht. Das war uncool. Eieiei. So. Ey, nochmal. Oh Christ. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Wir müssen auch nur diesen Punkt in der Mitte haben, oder? Ach, das Ding wird nicht immer schmaler hier. Okay, und hier drüben auch. Mann, Mann, Mann. What in... Komm da zu mir hin, Grill. Das sind die Viecher. Ja, eklig. Okay. Okay, vorsichtig. Wollen ja nicht herunterstürzen. Das wäre ja auch irgendwie dumm. Shit! Das sind wirklich zu viele. Halt dich fest, halt dich fest! Eieiei, ob ich das überlebt habe? Wahrscheinlich. Müsste ich ja, geht doch mit dem Spiel, ne? Oh oh. Raider, you grace. Who's a shadow in the sky? I ain't rightly sure. God knows it's you. I'm sorry. Grace, I'm sorry. Was ist er denn? His suffering is done. Not words true. Momentous times are upon us. Okay, lass uns mal runter. Die Kamera, die liegt. Okay.
taking the long way. Ich glaube, ich nehme auch den langen Weg. Da sieht man mehr. Hier würde ich ins Wasser gehen, dann verwische ich meine Fußspuren. Warum machen wir es nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo geht's bloß hin hier? Ach, da sieht man fast gar nichts, ne? Müssen. Ah. Was ist denn? Ist hier auch kriechende Hunde oder sowas? Wow. Eieiei. Man spielt dieses Spiel die ganze Zeit mit so einer Spannung und Haltung in den Händen, weil man ja denkt, jeden Moment passiert hier was. Und es passiert ja auch jeden Moment was. Und ja. Was denn? Ich muss trotzdem durchkrabbeln, was war das bloß? Das war sehr eklig. Ich muss hier durch einen Baumstumpf krabbeln. Das ist tatsächlich. Lustig. Was ist das? Ja, hier schleicht bestimmt auch immer wieder ein Slide. Sickness fuck. Here, God bless. There's gotta be some other way around. Garantiert. Wieder einen beschissenen Weg. Ja, keine weitere Batterie gefunden, das ist natürlich blöd. Ich bin gleich im Dunkeln. Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank und was zurecht. Und du bist voll Scham und das zurecht. Du wärst hier nicht, hättest du nicht gesündigt, doch ich kann dich wieder wundervoll reinmachen. Als diese Krankheit zuerst im Temple Gate ausbrach, erkannte Papat Nut in seiner weißeren Güte, jetzt geistliches Leiden, glaube nicht. In Korruption und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen Außenweltlügen. Das ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit findet sich nur in Reinigung deiner Seele. Bleib treu, bleib gehorsam. Ich hab doch eine Batterie, Gott sei Dank. Ich kann doch kurz auslassen, ne? Dann geht doch einer. Im Zelt sitzt doch einer oder im Häuschen da. Was, wie kommen wir denn da vorbei? Hier links vielleicht? Probieren es einfach mal. War das eklig.
liegen wirklich nur kranke Menschen rum. Das ist ja scheiße. Hey, die tun mir anscheinend nichts, aber sicherlich und eklig sind sie trotzdem. Das ist eklig, ne? 83, 84. Er liegt da auch halb im Sterben. Kann euch, glaube ich, nicht helfen. Bin ich da auserwählt. Oh. I'll see you again today. I'll pull the mask from your head and squeeze what they seen out of them. Okay, werden alle umgebracht, die Viecher, weil die wahrscheinlich nicht den Anspruch haben, leben zu dürfen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, Scheiße. Oh, Mann, ey. Warten wir hier kurz drin? Dann kann er hier drin warten, ich weiß es gar nicht. Du hängst! Oder schnell, 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 heil dich und lauf! Oh, fuck! Okay, jetzt los! Sie doch, ne? Hier liegen aber keine Batterien. Hier liegen wir eine Batterie. Ich brauche eine Batterie nochmal hier. So ätzend. Diese Batterie, dieser Batteriemangel nervt doch wirklich ein bisschen, ne? Telefon. Da, Batterie. Nachladen bitte. Sehen. Wann sind wir gekommen? Wir haben wieder irgendwas übersehen, glaube ich. Ja, warte mal, man kann doch auch hier noch links gehen, ne?
den Toiletten. Hier ist nix. Oh, jetzt springt die Tür irgendwie auf und da steht irgend so ein Hi-Yo-Pai. Okay, auch nix. Muss hier nochmal umsehen. In irgendeinem Raum ist hier was. Oh, hier kann man Computerspiel spielen oder was? Ich ließ Fräulein Grey heute den Sportunterricht aussetzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Laudermilch erzählte mir, er sei besorgt, sie wäre das zu empfindlich und das bezweifle ich nicht, armes Mädchen. Ich weiß, sie hat schon mit ihrem Vater eine imposante Möglichkeit zu tun. Ihr habt ihre Mutter, was ihre Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Möge sie... Okay. Wir können nicht riskieren, dass sie davonläuft. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift ihres Vaters aus einer Lottenschein nicht recht peinlich als offensichtlich Fälschung zu sehen ist. Ich benötige ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden sie an einem Tag im Krieg lernen lassen. Okay. Hier irgendwas? Gucken. Okay. Noch zwei Räume, ne? Auch nicht viel. Doch gar nicht. Da war der eben noch nicht auf, ne? Was ist jetzt los? The fuck? Warten wir schnell mal nach. Nur wegen Batterien in diese Räume rein. Geht doch da vorne jemand, oder? Don't go. Oh. In jedem Raum eigentlich auch nur noch eine Batterie. Müssen wir reingucken. Batterien sind ja ein sehr hohes Gut hier. Wir liegen hier aber nicht. Die Türen sind hier. Bandage? Hier. Also eine Bandage, war der Buduku einfach nur eine schädige Tasse. Sicherheitshalber gucken wir wirklich alle durch. Was ist noch Batterien? So haben wir wieder zwei, drei Batterien, das ist auch nicht schlecht. Engel. Oh, be careful, little mouth, what you say. There's a father up above, and he's looking down on us. So be careful, little mouth, what you say. He's coming. Wieder in ein Loch dran, okay. Ah, oh Gott, oh Gott.
Oh nein! Scheiße! Give him to us! Let us have him! Fuck off! No! Ah, praise God, Miss Prophet now. Praise God. Forgive me, Lord. But I have no shame. Opens now, Nick. There you go. God, please, let him be one. He's a mark. He's pure. He is the Skull Messiah. You hackbutt dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First, we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Let's get on up that hill. He will come. Scheiße. Immaculate as a newborn. He will give us his gospel. The sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. He will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh and hold communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. See? We prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this! Please! Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us. Salvation after the end. Gospel? Truth. Your guidance. You suffered a long time waiting on you. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. Wait! 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 Alter Schwede. A camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Lord, please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm, festering moon. I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him up. No! You are the light. No! You are the light. Das klingt, glaube ich, nicht so gut, oder? Shit. Hänge ich nun. Ach du Scheiße. Eieiei. Das war harte Kost, oder? Jesus Christ. Genau so fühle ich mich gerade. Alter, ich werde befreien. Eieieiei. Das ist schmerzhaft. Verbinden vielleicht? Ich habe keine Verbände, na super. Leute. Oh Gott! Ich versuche noch einen Verband zu finden hier. Gerade.
far as the Dead Sea. Okay. Das war ja blöd. Werden wir jemals einen Verband finden? Schaffen wir das? Ich weiß nicht. Das Ganze werden wir beim nächsten Mal erfahren. Jetzt ist schon mal Schluss. Tschüss.